So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir wurden von Gräfin Arina Carvine gerufen, sie will Hilfe und zwar sucht sie ein spezielles Akaviri-Artefakt, darüber haben wir mit ihr geredet. Gräfin Arina Carvine hat mir gesagt, dass sie ein bestimmtes Akaviri-Artefakt sucht, nämlich den drakonischen Stein des Wahnsinns, der seinen Träger immun gegen Gift macht. Es ist ihr kürzlich zu Ohren gekommen, dass er sich in den Ruinen am Fallen Pass befinden könnte, sie hat für die Überbringung des Talismans eine hohe Belohnung ausgelobt. Ich sollte für weitere Informationen mit ihr sprechen. Ich habe den Auftrag angenommen. Gräfin Carvine gab preis, sie habe das Tagebuch von einem Boten der ursprünglichen Akaviri-Armee, die gegen Ende der ersten Ära gegen Cyrodiil marschiert sei. Das Tagebuch des Boten gibt vermutlich Hinweise auf die Ruinen am Fallen Pass. Die Gräfin hat mir eine Übersetzung des Tagebuchs als Leitfaden mitgegeben. Zudem gab sie mir einen Schlüssel, der vor Ort in eine Tür passen könnte. Interessant. Gerade eben ist mein Inventar ein bisschen voll. Aber das ist Wurst. Also wir haben hier den Akaviri-Festungsschlüssel, Fala-Pass-Karte, ein Stein, eine Statue und die führt uns zu einer Tür. Mit schwerem Herzen und zitternder Hand schreibe ich diesen neuen Eintrag. Seit mehreren Tagen habe ich niemanden sonst auf der Straße zu unserer Garnison am Grauen Grat gesehen. Die Straße ist einsam und tückisch. Ich rationiere meinen Proviant, um mich auf einen beschwerlichen Weg vorzubereiten. Vorausgesetzt, dass Rehman Cyrodiils Armee unser Hauptquartier am Fallenpass nicht entdeckt hat, dürfte die Reise ohne Zwischenfälle verlaufen. Ich gebe zu, ich bin nervös. Es ist zwar eine Ehre, auserwählt worden zu sein, diese Befehle an unsere Festung zu überbringen. Wo? Aber dass man mich allein geschickt hat, war ein kalkuliertes Risiko. Nicht um mein eigenes Leben mache ich mir Sorgen, sondern vielmehr um den wichtigen Inhalt der Befehle. Sollten sie auf irgendeine Weise verloren gehen, wird man in der Festung nicht erfahren, dass der Nachschub sich um einen Monat verzögert. Ohne diese Kenntnis könnte man in der Festung beschließen, die Angriffe auf die Frontlinie zu verstärken, wenn die Vorräte knapp werden. Sie verlassen sich darauf, dass der Nachschub früher eintrifft. Ich muss diese Nachricht unbedingt überbringen. Die Schiefertafel, auf der die Befehle zur Sicherheit eingraviert wurden, hat ein ziemliches Gewicht. So erinnert sie mich ständig an die nicht nur körperlich schwere Last, die ich trage. Nach 2 Tagen habe ich nun den Drachenklauenfelsen erreicht. Die riesige Gesteinsformation ist ein willkommener und belebender Anblick. Der gewaltige Felsen scheint vom Norden her auf das Herz von Remus Streitkräften zu zielen, so wie es unsere Armee schon seit fast einem Jahr tun. Immer noch bin ich auf diesem Weg niemandem begegnet. Ich hoffe, dass ich später auf dem schmalen Pfad nach Westen jemanden treffen werde, der mir sagen kann, wie es unseren Männern in diesem Krieg ergeht. Nachdem ich den Weg nach Westen eingeschlagen habe, kann ich nun schon den Wächter sehen. Eine riesige Statue, die von einem unbekannten Künstler vor vielen Jahren dort aufgestellt wurde. Sie blickt nach Norden, also wollen sie jeden warnen, auch nur einen Fuß über die Grenze ins Kaiserreich zu setzen. Remus würde sich ärgern, wenn er wüsste, dass wir genau diese Statue als Wegpunkt in ein Gebiet nutzen. Gestern Abend stieß ich auf einen anderen Boten unserer Armee, den ein Rudel Bergwölfe angefallen hat. Sein Bein war schwer verletzt, aber es gelang mir, ihn mit einer Medizinampulle zu heilen, die ich bei mir trug. Er sagte, sein Name sei Shenzin und er sei auf dem Weg vom Fallen Pass, um weitere Vorräte anzufordern. Ich besprach mit ihm die Ironie unserer Begegnung und er beschloss, mit mir zur Festung zurückzureisen, da seine Mission sinnlos war. Wir haben vor, bei Beginn der Dämmerung aufzubrechen. Ich muss viel von meiner restlichen Kraft aufwenden, um dies zu schreiben. Als wir vom Wächter aus weiter nach Süden gingen, wurden wir von wahrscheinlich demselben Wolfsrudel angegriffen, das Shenzin erwischt hatte. Er hatte sie beim ersten Angriff noch vertreiben können, aber jetzt hatten sie Blut geleckt und waren in größerer Zahl zurückgekehrt. Rücken an Rücken kämpfend töteten Shenzin und ich mindestens 8 von den Biestern, aber erst nachdem mir eins von ihnen einen Prankenhieb am Bauch versetzte und eine klaffende Wunde hinterlassen hatte. Es gelang uns, sie zu vertreiben, aber jetzt blute ich stark und meine einzige Medizin habe ich Shenzin gegeben. Wir haben beschlossen, weiter nach Süden zu gehen, bis wir das Portal zum Schlangenpfad erreichen und werden dort Deckung suchen. Ich will bald versuchen, weiterzuschreiben, aber ich muss erst schlafen. Ich bin so furchtbar müde. Dies wird mein letzter Eintrag. Wir erreichten vor fast einem Tag den Schlangenpfad und suchten dort Schutz vor den Elementen und den Wölfen. Wir konnten ja nicht wissen, was für Kreaturen sich inzwischen dort niedergelassen hatten. Ich habe sie nur undeutlich gesehen, aber sie waren riesengroß und stark. Shenzin starb sofort, als eine davon ihm mit einem einzigen Schlag den Kopf abriss. Die riesigen, hässlichen, menschenähnlichen Viecher waren zu dritt. Ich rannte durch die dunklen Tunnel, so schnell es nur ging, und versuchte ihnen zu entkommen, aber während ich floh, schleuderte einer von ihnen einen Felsbrock nach mir und traf mich damit am Rücken. Es gelang mir, durch eine kleinere Öffnung zu kriechen und den schwerfälligen Ungeheuern zu entkommen, aber ich merkte bald, dass ich tatsächlich nur noch kriechen konnte.
Ich glaube, der Felsbrocken hat mir das Rückgrat zerschmettert. Ich fühle meine Beine nicht mehr. Die Wunde von dem Wolfsangriff ist wieder aufgeplatzt und ich habe viel Blut verloren. Ich fürchte, dies ist das Ende. Ich habe in meiner Mission versagt und es nicht geschafft, der Festung am Fahlen Pass die Befehle zu überbringen. Ich bin so nahe daran, doch könnte es ebenso gut eine Tagesreise entfernt sein. Da ich nicht mehr gehen kann und meine letzten Kräfte schwinden. Sollte ein befreundeter Bote oder Soldat dieses Tagebuch finden, überbringt bitte die Befehle der Festung, bevor es zu spät ist. Und sagt bitte meiner Frau Hishira, dass Zenzin sie immer lieben wird. Voll traurig. Gräfin, ich würde gern mit euch nochmal reden. Es freut mich, dass ihr den Stein des Wahnsinns suchen wollt. Er wird das Glanzstück meiner Sammlung sein. Ja. Habt ihr noch Informationen zu dem drakonischen Stein des Wahnsinns? Findet den Stein des Wahnsinns und euch erwartet eine fürstliche Belohnung. Davon bin ich überzeugt. Woher habt ihr das Tagebuch? Schon viele Kundschafter haben den fahlen Pass für mich gesucht. Sie fanden jedoch nur die ersten einer Reihe von Orientierungspunkten. Diese Punkte werden im Tagebuch erwähnt. Der Drachenklauenstein genannte Punkt wurde bereits gefunden. Ich markiere es euch auf der Karte. Was jetzt geschieht, liegt bei euch. Meine Männer berichteten von bitterer Kälte und gefährlichen Kreaturen, die verhinderten, dass sie weiter vordringen konnten. Seid vorsichtig und kehrt bald zurück. Viel Glück. Habt ihr noch mehr Informationen? Das Tagebuch des Boten wird den Stein des Wahnsinns in meiner Sammlung wunderbar ergänzen. Mit Sicherheit. Ein anderes Thema. Bitte, los schon. Ich würde gerne ein Haus in eurer Stadt kaufen. Ich bin gerade auf der Suche nach dem richtigen Besitzer für ein ganz besonderes Zuhause. Und da steht er vor euch. Es ist ein altmodisches kleines Häuschen in günstiger Lage, direkt am Haupttor. Klingt perfekt. Ich glaube, ich kann es mir noch nicht leisten. Ich kann mir 5000 Goldstücke nicht leisten. Wie schade. Ich denke, ich muss mir einen anderen Käufer suchen. Hä? Das ist schon wieder ein Übersetzungsfehler. Möge euer Weg frei von Gefahren sein. Gräfin Carwein hat mir gesagt, dass ihre Kundschafter den Drachenklauenstein, den ersten im Tagebuch erwähnten Grenzstein, bereits gefunden hätten. Die Position wurde auf meiner Karte vermerkt und ich sollte meine Reise von dort aus beginnen. Führt auch direkt einen Pfad hoch. Man kann ihn eigentlich nicht verpassen. Wir haben 5000. Einer von euch hat geschrieben, dass das 8000 Septime kostet. Dann ist es aber ein Übersetzungsfehler. Oh, das ist kacke. Ich bedauere. Das ist jetzt richtig kacke. Ich hatte gehofft, mir dort ein schönes Häuschen kaufen zu können. Boah, das ist richtig blöd. Wie geht es euch? Gut. Ja gut, wir werden uns dem Auftrag jetzt nicht sofort widmen. Wir werden auf jeden Fall zuerst mal zurück zur Kaiserstadt reisen. An meinem Ziel erstmal in der Arena zu kämpfen, hat sich nichts geändert. Leider sind wir wieder diebestechnisch in Bruma weitergekommen und jetzt haben wir auch kein Haus. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich bin gerade ein bisschen irritiert von der Situation. Gefällt mir jetzt nicht. Ich hatte tatsächlich viel weh. Ich dachte irgendwie 3000. Als sie jetzt 5000 gesagt hat, die hätten wir ja auch noch gehabt. Also das ist maximal suboptimal. Aber okay, hilft ja nichts. Ich verlasse mich dann einfach mal auf euren Kommentar, wo es eben hieß, dass es 8000 kostet. Gut, das wäre wahrscheinlich für die Größe der Hütte auch entsprechend. Boah, ist halt blöd. Ich hätte halt gern auch eine Basis für den Auftrag am Fahlenpass gehabt. Den haben wir jetzt natürlich nicht.
Ja, ist in vielerlei Hinsicht jetzt ungünstig, aber wurscht. Kehren wir erstmal nach Hause zurück und organisieren uns. Eventuell kaufen wir uns einen neuen Zauber. Schauen wir mal, was wir hier so treiben. Jetzt wäre natürlich unten, ja gut, Arena kämpfen wird helfen. Was ist? Es wäre natürlich ähnlich gut auch, bisschen was auszurauben. Bisschen Gold durch Diebesgut verdienen. Zieh dich mal um. So, hier machst du den ganzen Bums rein. Hier die Wertgegenstände. Ich glaube, das sind gar nicht so viel. Die Kette ist es. Genau, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Questgegenstände. Bradons-Schlüssel, Gilibons-Schlüssel und Rhaenyls-Schlüssel. Schlüssel für Rhaenyls Raum. Okay. Ah, Wertgegenstände, Löwenpelz. Passt. Oh, wir haben noch gar keinen Löwenpelz. Okay. Gut, und die ganzen Rüstungen jetzt hier rein. Sehr schön. Gut, dann schauen wir mal, was wir nachher verkaufen können. So machen wir ja auch gleich wieder ein bisschen Geld. Ach, das passt schon alles. Das sind die Sachen, die wir gelesen haben. So, jetzt hier. Wie sieht unsere wunderbare Sammlung aus? Den können wir verkaufen. Mhm. Sehr gut. Da kommt auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Pfeile kann ich hier 12 mitnehmen. Hier. Na, jetzt pass auf. Ewig viel Zeit will ich ja jetzt auch nicht verdatteln. Ja, wurscht. Wir können ja nochmal 10 Reparaturshämmer kaufen. Sollte kein Problem sein. Egal. Freunde, wir gehen jetzt... Ist jetzt ein bisschen Umweg. Aber... Wir werden jetzt auf jeden Fall mal verkaufen gehen. Dann kehren wir zurück, rüsten uns aus... Boah, Entschuldigung. Und gehen in die Arena. Mal schauen, was wir jetzt heute noch hinbekommen. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Morgen. Aber schauen wir einfach mal. Das mit dem fahlen Pass ist echt ein bisschen ärgerlich. Wir werden uns wieder 10 Reparaturhämmer kaufen. Ich denke, ich werde mir auch einen Zauber kaufen. Also, wir gönnen uns wie immer. Wie gesagt, es ist bitter mit der Hütte in Brumar. Die hätte ich jetzt gern gehabt. Aber es ist, wie es ist. Ich denke, dass ich tatsächlich am 1. wieder mit 8000 Septimen... Ist halt schon dicker Batzen, gell? Ihr habt irgendwas von dem an... Ich glaube, Koroll könnte... Bravil wird wahrscheinlich safe billiger sein, oder? Weil ich meine, also, Bravil ist jetzt auch nicht besonders schön, oder? Oder empfinde es nur ich so? Irgendjemand hat von euch geschrieben, dass er Bravil, glaube ich, so schön findet. Ich finde, das ist halt so eine richtige Sumpfstadt. Und Leia Wien finde ich Bravil in schön. Boah. Was sagt ihr, Freund? Schon mal im Einsatz.
Irgendwie gehe ich momentan gern zu Thoronir, ich weiß nicht warum. Es freut mich. Er ist nett. Sicherlich. Kommen wir zum Geschäft. Und er kauft einfach alles. Ein gutes Geschäft. So, mein Freund, ich habe einen Haufen Zeug dabei hier. Schau dir das an. Großartige Waren. Und schon sind wir über 6000. Sehr schön. Den könnt ihr auch haben. Und den. Kommt wieder und kauft. Sehr gern. Kommt bitte bald wieder. Gut, dann kaufen. Warte. Nein, wurscht. Ich will jetzt nicht mit Leuten rumquatschen. Kein Bock zu reden. Gehen wir in die beste Verteilung und kaufen uns da schnell mal 10 Stück. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Und mir ist es immer ein Vergnügen. Lasst euch Zeit. Okay, kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Mit Sicherheit. Das kann ich nicht. Okay, dann nehme ich nochmal 9. Dankeschön. Und noch ein zufriedener Kunde. Bitte, los schon. Lebt wohl. Handelsgeschick ist auch also super langwierig zum Skillen. Fällt mir gerade schon wieder auf. Also wirklich super langwierig. Hallo. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Sicherlich. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich glaube, ich gönne mir den Zombie beschwören. Ihr wollt mich wohl... Den Preis kann ich mir... Was? Stopp. Wir haben doch schon mal gefeilscht, Junge. Willkommen im Myst... Für euch? Selbst. Wir verkaufen... Oh, wir waren auf 1-1. Wirklich? Okay, dann für 53. Ich so, Freunde. Weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Das ist natürlich dann wieder eure Aufgabe, ne? Wir haben ein weiteres Monster, das wir beschwören können. Diesmal ein Zombie und ich würde wieder mal euch überlassen. Schreibt eure Namensideen rein. Und ja, würde mich interessieren. Bin gespannt, was für Namen, weil ich meine, mit den anderen zwei sind wir ganz gut ausgekommen. Da habt ihr ein paar gute Ideen gebracht. Und ich verlasse mich darauf, dass ihr das wieder macht. Also, Hector und Scampi. Skelett war Hector. Scampi war... Nee, Schmarrn. Doch. Scampi war der Scamp. Und Andromache, glaube ich, war unser... Ja, ihr wisst schon, der Ahnengeist. Genau. Jetzt brauchen wir einen Namen für einen Zombie. Ich bin gespannt. Ich lasse mich von euch überraschen. Währenddessen hole ich mir jetzt schon mal meine Ausrüstung für die Arena. Ist natürlich geil, wenn wir eigentlich die mystische Morgenröte jagen sollten. Nebenbei noch der von der Gräfin von Brumar einen Sonderauftrag bekommen haben. Aber wir unser Leben in der Arena riskieren. Stabil. Ich habe kurz überlegt, ob ich es vergessen habe. Also wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir unsere Rüstung. Ich nehme die leichte Rüstung. Wir brauchen noch einen Helm. Eisenhelm hat eine Rüstung, das ist nicht viel. Legionshelm hat eine Rüstung. Scheiße. Die haben alle nur eine Rüstung. This is not good. Was nehmen wir für Waffen her? Er geht sowieso auf uns. Die macht halt drei. Claymore des Gletschers macht 13 Damage und Eisschaden.
Leuchter wird heute macht nur 4 Schaden, aber hat halt einen schnellen Schlag, gell? Der ist schneller, der ist stärker. Ich weiß nicht, Magiker einziehen, glaube ich, bringt da nichts. Macht halt nur 5 Schaden. Können ja mal testhalber mit der reingehen mit der Waffe. Es geht eigentlich von der Schlaggeschwindigkeit. Es geht schon klar. Probieren wir es einfach mal aus. Wir haben ja auch noch unseren Zombie, unseren Scump. Ich würde trotzdem die Anfangskombination durchführen mit dem Unsichtbarsein und dem Ahnengeist. Einfach, weil wir uns dann gleich mal einen Vorteil verschaffen. Und dann versuchen wir uns endlich mal aus diesem schändlichen hier. Hier, wir sind immerhin Ritterbruder bei den Klingen und wir sind bei der Arena einfach nur ein Schläger. Bei der Diebesgilde sind wir immerhin schon Weglagerer. Ob das jetzt besonders positiv ist, weiß ich auch nicht, aber... Ich rede es mir zumindest ein. Ich bin gespannt, ob der Zombie was ausrichtet. Ich glaube es nicht. Der Scump ist, soweit ich weiß, die... Also das Skelett ist die niederste untote Kreatur, die man beschwören kann. Der Scump ist die niederste... Daedra-Kreatur, die man beschwören kann. Marinus Katsiotus. Ida und ich sind Gefährten. Dieselben Interessen, derselbe Stil. Ist doch schön. Da haben sich zwei gefunden. Wir werden sehen. Wohl kaum. Ah, warts ab. Der war gut. Ich weiß. Das ist ein schönes... Nicht schlecht. Gar nicht... Meine Güte. In Ordnung. Was wisst ihr über die Kaiserstadt? Dieses Stadtleben bringt mich noch um. Den ganzen Tag arbeiten. Fallt tot um und sie werfen euch in den Rumare-See. Ich muss nur mein Geld in der Arena verdienen und ein lockeres Leben haben. Auch ihr. Der Kollege scheint ein bisschen hin und her gerissen bezüglich seiner Pläne zu sein. Nur weiter, ich höre zu. Hören wir uns das einmal an. Ich bin Amantius Alectus, der Schriftsteller. Ich arbeite an einer neuen Ausgabe von Das Leben der Heiligen. Interessant. In Ordnung. Kann es sein, dass wir euch mal bestohlen haben? Ja, nichts als leere Worte. Wirklich? Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, wir kennen den Kollegen. Ah, meine Güte, was soll ich dazu... Hier eine tolle Geschichte. Ich dachte ja ursprünglich, er ist Teil der Diebesgilde. Das ist ein schönes, das ist nicht schlecht. Was wisst ihr über die Kaiserstadt? Ich bin hier in der Stadt wegen der Tempelbibliothek und der Buchhandlungen, besonders wegen der Erstausgabe im Marktbezirk. Die könnt ihr also empfehlen. Na gut. Wiedersehen. Wir müssen unbedingt mal wieder ein Buch lesen. Ich weiß, es interessiert euch bei Vibe nicht so viel wie mich, aber ich möchte mal wieder ein Buch lesen. Auf jeden Fall. Genau, da sind wir damals rausgekommen. Ich will auf jeden Fall mal wieder ein Buch lesen. So. Da sind wir wieder, Freunde. Nach langer Zeit. Die Arena, die mich einst so stützt. Oh, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um nochmal aufzusteigen. In Athletik. Wie alt sind wir denn da? 52? Okay. Akrobatik 32. Naja, okay. 5 Minuten. Das ist nicht viel Zeit. Ich wucht mich trotzdem mal rein und schaue, was wir machen können. Okay. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Was ist? Machen wir so.
ist. Wisst ihr, was der Rang eines Schlägers hier zählt? Nichts. Ja. Sieh es ein, Kleiner. Du bist immer noch ein Wurm. Nicht mehr lang. Ihr müsst weiterkämpfen, wenn ihr es zu was bringen wollt. Ich bin der fucking Held von Quatsch, reiß dich zusammen, okay? Also, ich bin bereit. Gut, Schläger. Ihr wisst, wie alles abläuft. Geht in die Arena hinaus und zeigt ihnen, wer das Sagen hat. Ist schon der richtige Ja, er sieht bloß aus wie der Zombie-Zauber. Und hier drunter, unter dem Schlachthaus, befindet sich dieser oder hat sich der Vampir-Clan befunden. Ihr Leute der Kaiserstadt, seid willkommen in der Arena. In diesem Kampf treffen die Schläger aufeinander. Feuert sie an, die tapferen Wettstreiter auf ihrem Weg zum Ruhm. Kämpfer, beginnt. Auf geht's. Ihr habt sicher Bock. Es ist Nord, glaube ich. Es ist Nord. Und Nord sind halt sehr, 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 sehr resistent gegen Kälte. Mindestens, ich glaube so ähnlich wie wir gegen Feuer resistent sind. Hängt natürlich auch mit der Umgebung zusammen, in der wir aufwachsen. Und ich habe ein Schwert mit Eisschaden mitgenommen. Ich Idiot. Zockt trotzdem ein bisschen Leben ab. Wieso habe ich eigentlich... Sterbt schon, verdammt! Ist jetzt gerade der Zombie eingegangen in dem Moment, wo er das erste Mal hätte hitten sollen. Boah, ist der schnell. Lasst es uns zu Ende. Der Sieger steht fest. Ja. Kämpfer des blauen Sieger vom blauen Team, verlasst nun die Arena und gönnt euch Ruhe. Ihr habt es euch verdient. Yes, Sir! So muss der Kampf aussehen. Ach, der Zombie ist so nutzlos. Aber so muss der Kampf aussehen. Anspruchsvoll und trotzdem geil. Nice. Nice. Geiler Kampf. Geiler Kampf. Geiler Kampf. Geiler Kampf. Oder Owen, geiler Kampf. Mann, was ist? Vier Siege sind in Ordnung, Kind, aber dadurch werdet ihr noch kein Großmeister. Hier, euer Lohn. Jetzt geht euch säubern, bevor ihr wieder antretet. ja. Der hat noch ein paar Ladungen, die nehmen wir auf jeden Fall nochmal her. Mal schauen, ich würde gern drei Kämpfe durchführen. Bis wir im Rang aufsteigen, indem wir nicht mehr Schläger sind. Wir haben jetzt zumindest nochmal ein bisschen Ruhm bekommen, das ist geil. Das würde ich gern schaffen. Ob uns da der Zombie wirklich helfen kann, ich bezweifle es so ein wenig. Aber das gehen wir morgen an, Freunde. Ich freue mich da sehr drauf. Wir sind back in der Arena und wir sehen uns dann. Haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.